So, hallo zurück. Grüß dich. Jetzt mit der Vöckersberger Group. Da gebe ich gleich das Wort weiter an den Herrn Daniel Vöckersberger, der hier einen kleinen Rundgang geplant hat. Daniel, du kannst loslegen. Grüß dich miteinander beim Livestream der Firma Vöckersberger GmbH. Mein Name ist Daniel Vöckersberger. Ganz kurz zum Ablauf von dem Livestream. Ich erkläre ein bisschen was über die Firma, was wir herstellen. Anschließend gehe so ein bisschen was zu den Ausbildungsberufen und zum Schluss schauen wir noch zwei Arbeitsbereiche der Firma an. Die Firma wurde 1931 gegründet und ist seit 2001 in dritter Generation unter der Führung von meinem Vater Walter Vöckersberger. Hier steht im Hintergrund unser Produkt. Wir sind Hersteller von Sonderbaumaschinen zur Verlegung von Kabel und Rohre ins Erdreich. Genau. Also rechts davor sieht man jetzt den Verlegepflug. Mit dem werden die Kabel und Rohre ins Erdreich verlegt. Und links davon sieht man das Zugfahrzeug. Das ist das Raupenfahrzeug und das zieht praktisch den Verlegepflug. Die beiden agieren immer zusammen, also immer im System. Und ganz nebenbei, das Zugfahrzeug ist auch die stärkste mobile Seilwinde der Welt mit einer Zugkraft von 90 Tonnen und einem Doppelzug 180 Tonnen. Falls ihr noch gern irgendwelche Videos von diesen Maschinen sehen möchtet, ihr könnt es gerne auf unseren YouTube-Channel gucken, auf BÖCK TV oder ganz einfach auf der Homepage www.böck.com. Kurz zu den Ausbildungsberufen. Wir bilden aus den Metallbauer Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik. Was macht man in dem Beruf? Man macht grundlegende Sachen wie drehen, bohren, fräsen, schleifen, speisen, aber auch pneumatische Sachen, hydraulische Sachen und die Elektrik ist natürlich auch von Bedeutung, weil die Maschinen immer mehr elektrotechnisch, also immer besser ausgestattet werden. Jetzt schauen wir kurz in den ersten Arbeitsbereich, zum Anton. Der biegt an der Biegemaschine. Die Ausbildung findet übrigens bei uns hier in Palustel statt. Das ist in der Nähe von Velden. So, jetzt sind wir beim Anton. Jetzt übergebe ich kurz das Mikro. Na, grüß dich. Ich zeige Ihnen jetzt unsere CNC-Abkantmaschine. Und da ist da unsere Steuerungseinheit. Da gibt man die wichtigsten Sachen wie Material, Materialstärke ein, natürlich die Neigung und noch viele andere Optionen. Und jetzt bringen wir einen 90-Grad-Winkel. Genau, und so schnell haben wir dann einen 90-Grad-Winkel. Hier sieht man dann weitere Bauteile, die mit so einer Presse auch hergestellt werden bzw. gebogen werden können. Dann sieht man auch schon den Montagebereich. Hier wird gerade ein weiteres Raupenfahrzeug aufgebaut. Hier sieht man auch den Motor von so einem Raupenfahrzeug. Der hat 18 Liter Hubraum und knappe 800 PS. Und genau, schauen wir weiter. Jetzt sieht man gerade ein paar Fahrzeuge, die herumfahren. Das ist einmal das Raupenfahrzeug, wo der Verlegerflug. Interessant ist, der Verlegeflug, der wird mit einer Fernsteuerung gesteuert. Also man muss nicht im Fahrerhaus sitzen, man kann es im Vorbeigehen auch machen. Geil. Und jetzt schauen wir noch kurz in die Materialhalle. Da wartet auch der Anton schon wieder auf uns. Beim Zuschnitt. Da ist eine Störung. Kurzes Internet. Ja, es kommt gleich wieder. Hammer, Wahnsinn. Das ist unsere neue Plasmamaschine.
ist auch komplett computergesteuert. Das sind Maschinen. Genau, und was ihr jetzt gesehen habt, das ist unsere CNC-Brennschneidanlage. Da haben wir jetzt ein kleines Beispielteil ausgeschnitten. Das ist jetzt eins für die simpelsten Teile, ein ganz normaler Brennschnitt. Und wir können unter anderem mit der Maschine Bleche bis zu einer Stärke von 200 mm schneiden und zusätzlich auch noch sogar noch einen 3D-Schnitt und Bohrungen können wir damit auch noch machen. Noch kurz zu den Arbeitszeiten. Also wir arbeiten von Montag bis Donnerstag den ganzen Tag und freitags macht bei mir mittags Schluss. Was ja noch wichtig ist, in der Ausbildung bei uns, die Azubis, die haben immer voll an der Produktion beteiligt und die arbeiten in der Montage auch, also in jedem Arbeitsbereich voll mit. Für weitere Fragen würde ich gerne jetzt wechseln zum Onkel, zum Bernhard Vöckersberger. Kurzen Moment. Hallo, Servus. Also bevor wir die ganzen Fragen kommen, möchte ich nur kurz sagen, wenn irgendwo noch Fragen kommen, die jetzt nicht beantwortet werden können, könnt ihr die Fragen stellen auch auf bewerbung@vöck.com oder hier bei Orta da im Livestream in den Chat rein. Ja, perfekt. Ich glaube, ich fange einfach mal an. Ja, ich glaube, wow. wir sind beide sprachlos. Aber was für eine Vorstellung. Vielen lieben Dank. gerade die Frage, was lernt man? Wir haben jetzt geile Maschinen gesehen. Ich schätze mal in erster Linie damit umzugehen, aber Thema Ausbildung, ein bisschen Theorie wird auch dabei sein. Was kann ich danach und was darf ich danach? Das ist ganz einfach. Also wir bilden aus den metallbaufachlichen Nutzfahrzeugtechnik. Aber bei uns lernt man, wenn man so sagt, diese Maschine zu bauen. Die wird zu 90% bei uns im Standort im Paluszell gefertigt. Mit nur wenig Zulieferteilen. Bei uns kommt das Blech rein und die Maschine kommt raus. Und dazwischen das lernt ihr bei uns. Wahnsinn. Also kann ich danach eine ganze Maschine bauen. Ja. Ja. Wahnsinn. Eine Frage, die im Chat kam. Ist Anton der einzige Mitarbeiter oder gibt es noch mehr als Anton? Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Nee, wir haben ja insgesamt 20 Mitarbeiter. Der Anton ist aber unser Jüngster. Wir können nur gewisse Maschinen zeigen jetzt im Radius, wo wir das WLAN haben. Und der Anton hat sich bereitgestellt, dass er jetzt Freitagnachmittag, weil Mittag ist er Schluss, dass er uns das kurz zeigt. Super. Cool. Genau, wie sieht es aus mit Praktika? Bieten Sie auch Praktikumsplätze an? Ja, Praktikums haben wir uns sogar sehr gerne gesehen, weil da hat der Praktikant die Möglichkeit, dass er uns kennenlernt und wir können den Praktikanten kennenlernen und dann kann man so zusammenschnuppern, ist das was für uns? Oder der Praktikant kann sagen, ist das was für mich? Und immer gern gesehen. Super. Und dann habe ich jetzt noch die Frage gelesen, die eigentlich immer gestellt wird, und zwar, wenn es ums Gehalt geht. Wie viel verdient man denn als Azubi bei Ihnen? Als Azubi bei uns, wir sind in der nach dem Tarif gebunden vom Metallfachverband. Im ersten Jahr verdienen wir 740, im zweiten Jahr 790, im dritten 930 und im vierten 990. Aber wir haben auch einen Bonus, eine Prämie, wenn jemand einen guten Abschluss oder einen sehr guten Abschluss hat oder bei der Zwischenprüfung, dann kriegt er 15% mehr und wenn er einen sehr guten Abschluss hat zwischen 1 und 2, dann hat er 25% mehr. Das heißt, hat dann ab dem dritten Lehrjahr hat er entweder 1163 oder im vierten bis 1238. Nicht schlecht. Das ist ordentlich. Und bieten Sie auch aus? Nochmal bitte? Die Arbeitskleidung wird auch gestellt. Und ja, super. Und bieten Sie auch Kaufleute aus oder Ausbildungsplätze im Bereich Büro? Derzeit nicht. Okay. Ja, gut. Aber es ist gut, dass man das fragt. Ich meine, ja, das ist eine wichtige Frage.
Genau. Wunderbar. Super zu wissen. Krass, ich bin einfach baff. Ja, eine wunderbare Vorstellung. Eine grandiose Firma. Herr Vöckersberger, vielen, vielen lieben Dank für die Mühe und alles. Der Slot ist jetzt leider schon zu Ende. Genau, das heißt, alle Fragen, die man jetzt noch an die Vöckersberger Group hat, das sind, glaube ich, noch einige, die wir auch nicht aus dem Chat vorlesen könnten. Genau, ganz genau. Dahin. Bitte einmal umdrehen. Das war bewerbung@vöck.com. Da bitte die Fragen hinschreiben. Das wäre super. Genau, auch Fragen oder auch Bewerbungen, oder? Einfach genau. Alles. Einfach hin. Alles hin. Jawohl. Wunderbar. Herr Vöckersberger, vielen Dank Ihnen. Ich sage auch danke. Tschüss. Tschüss.